5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Gefühlt schon 100 Jahre wieder her, wer uns aber auf Instagram verfolgt. Tagtäglich bin ich da online und date euch ab. Ich sag's immer wieder gerne. Ich hatte die letzten anderthalb Wochen Akku leer. Also wirklich so komplett von 0 auf 100. Das, was ich sonst immer so voller Power und Adrenalin und das will ich machen und tun und habe auch. Und es ging gar nichts mehr, Leute. Ich war so müde, so ausgesaugt, einfach zu nichts Lust. Und am liebsten hätte ich anderthalb Wochen nur geschlafen. Und dann diese Hitze. Diese Hitze hat mich noch doppelt und dreifach belastet irgendwie in dieser Schwangerschaft allgemein. Aber jetzt soll es sich ja abkühlen. Deswegen heute schon wieder ein bisschen in Pulli unterwegs. Denn ich hatte gerade meinen Hebammen-Sprechstunden-Krankenhausanmeldungstermin, sagen wir mal so. Und da bin ich ganz froh, dass wir das jetzt schon erledigt haben. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit dem Anästhesisten im Anschluss. Das Ganze hat sich jetzt insgesamt 3 Stunden gezogen, obwohl ich um 9.15 Uhr einen Termin hatte. Und da hat irgendwie eine verschlafen oder einer kam nicht zur Arbeit, weiß der Geier. Auf jeden Fall standen da gefühlt 1000 kugelnde Frauen im Raum, der, keine Ahnung, 40 Grad hatte und haben auf ihre Termine gewartet und alles wurde nach hinten verschoben und es hat alles ewig gedauert und für so ein 25 Minuten Gesamtgespräch war man jetzt quasi 3 Stunden da. Ich bin mit den Nerven am Ende, denn was hat Jule gemacht? Richtig, nichts gegessen vorher. Ich habe momentan morgens gar nicht so einen großen Appetit, aber jetzt, Gott, ich könnte, wenn ihr alle so auf meinem Toastbrot liegen würdet, ich würde euch alle jetzt aufessen. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder fit. Ich wacker mich auf und habe gesagt, jetzt geht's wieder rund. Also ihr könnt jetzt regelmäßig wirklich wieder einschalten. Denn ich hatte auch überlegt, eventuell ein Baby-Countdown zu machen. Ich versuche es, täglich Videos zu machen. Wenn nicht, kommt spätestens alle 2 Tage eins. Aber ich werde mir Mühe geben, weil es natürlich auch eine schöne Erinnerung ist. Und ich weiß, bei all den Mädels, die schwanger waren in den letzten Jahren, habe ich das auch zu gerne geguckt, weil man fiebert ja auch unfassbar dolle mit. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, wenn ihr überhaupt darauf Bock habt. Wenn ihr sagt, ach nö, lass stecken, dann brauche ich das natürlich nicht machen. Aber ansonsten, wenn dieses Video viele, viele Daumen nach oben hat, weiß ich, die lieben Leute da draußen wollen das denn auch sehen. Also unterschiedlich Vlogs und normale Videos und so weiter und so fort. Und ja, ich habe schon wieder voll Redebedarf. Ich werde jetzt einmal zu Lidl reingehen, deswegen stehe ich hier auch auf dem Parkplatz. Und werde einmal eine Melone umtauschen und eine Mango. Das ist nämlich beides schlecht gewesen, was wir jetzt erst am Samstag gekauft haben. Und Leute, ich habe noch nie in eine vergammelte Melone gekriegt. Bissen, das war so boah, ekelhaft. Auf jeden Fall werde ich das jetzt einmal umtauschen und dann geht's ab nach Hause, Futti machen und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und an dieser Stelle auch lieben, lieben, lieben Dank. Was für ein langes Intro, aber trotzdem für euer Feedback, für euer Mitfiebern, für eure Nachrichten und all das, was mich so täglich erreicht. Tausend Dank dafür und genau, ich werde jetzt Gas geben. Ich habe das alles hier in diese Tüte reingemacht. Hier seht ihr schon die geschnittene Melone, die wir eisgekühlt vermuffeln wollten. Und hier unten ist die Mango. Also wirklich richtig gruselig. Das werde ich jetzt schnell erledigen und dann frühstücken. Wie ich es vermutet habe, war das überhaupt gar kein Thema. Ich habe jetzt noch 2 mal Milch und ich habe so Bock auf Laugenbrötelis mit Frischkäse und Honig. Die Mango, die neue. Und neue Wassermelone. Das war's. Das war mal Shopping vom Besten. 4 Teile. Nicht schlechter Specht. Endlich was zu essen, aber statt Honig habe ich mich jetzt doch für Erdbeermarmelade entschieden. Yummy! Das tat gut, sage ich euch. Ich habe nämlich, als ich nach Hause kam, als allererstes mich aus meiner
Latzhose, also Jeanshose gepellt, die gerade frisch gewaschen und getrocknet war. Ich glaube, alle Frauen dieser Welt kennen dieses Problem, ob schwanger oder nicht. Die sind dann immer so steif und man braucht 50 Stunden, um da reinzukommen. Und zu Hause mag ich halt am liebsten mal so Joggi-Sachen oder gerade jetzt in meinem Zustand so Schwangerschafts-Umstands-Leggings. Das ist für mich derzeit das Bequemste. Da habe ich mich dann gleich mal reingeschwungen. Und meine Mama, so ist das auch im Generationshaus oder auch nicht, aber die Mamis bleiben immer die Mamis. Und ich habe halt durch die ganze Action, wir sind ja auch schon seit 6:30 hoch, und so einen krass harten Bauch dann schon wieder gekriegt, was ja alles normal ist. Und ich war aber einfach auch vom ganzen Warten und Sitzen kaputt. Dann war ich auch noch bei Lidl, dann war ich noch bei der Post und ganz kurz noch bei Rossmann. Und dann habe ich noch eine Freundin getroffen und immer noch nichts gegessen gehabt. Und da brauchte ich jetzt einfach mal einen Break. Und Hayley ist sowieso gerade mit Omi voll im Spielwahn. Die sind da in ihrem Lego Playmobil-Land. Und dann hat sie gesagt, Kindchen, du legst dich jetzt bitte einmal hin. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Aber das weiß ich ja auch, dass man zwischendurch ein Päuschen macht. Und dann habe ich jetzt gerade noch ein YouTube-Video, zwei Videos geguckt. Und zwar habe ich sie ganz, was heißt ganz neu kennengelernt. Aber ich habe sie schon mal geguckt und bin halt wieder von abgekommen. Und jetzt durch die Schwangerschaft werden einem ja immer auch so Vorschläge gemacht und man hört den Namen dann irgendwo anders oder durch Zufall. Und dann bin ich wieder auf sie gestoßen, habe sie dann auch direkt abonniert und jetzt bin ich dabei, all ihre Videos aufzuholen. Ich werde sie euch auf jeden Fall verlinken. Voll schwer den Namen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und zwar ist es die Maria Castiel, glaube ich heißt sie, oder Castellier. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wie gesagt. Ist ja auch egal, ich schreibe es euch hier hin in die Infobox, sie ist auch auf Instagram vertreten. Eine ultra hübsche Frau. Sie ist schon zweifach Mama von zwei Jungs, war jetzt gerade schwanger mit einem Mädchen und hat, ich glaube, am Donnerstag hat sie entbunden. Ich habe es auch schon voll mitgefiebert. Und die hat ein Video nach dem anderen rausgehauen. Die war auch so ultra aktiv. Die haben ihre Wohnung umgebaut und erweitert, vergrößert. Die hat auch so ihr Herz am rechten Fleck. Ich weiß gar nicht, als ich sie damals geguckt habe, warum ich davon abgekommen bin. Normalerweise, wenn mir jemand gefällt, dann abonniere ich den immer gleich, damit ich das im Hinterkopf habe, ja, Videos zu gucken. Wie auch immer. Jetzt hole ich alles nach und ich höre ihr zu gerne zu und schaue gerne zu. Und sie ist auch so eine Motivationsbombe. Mutti. Wie die Mutti, Motivationsbombe, was die alles gemacht hat in der Schwangerschaft. Unfassbar, aber das ist so cool mit anzusehen. Ich mag das ja auch einfach. Ich bin ja genauso wie ihr Zuschauer und gucke sowas einfach gerne. Das ist jetzt nur nochmal so, by the way, eine Empfehlung. Genau, ich habe mich jetzt ausgeruht und jetzt ein Video werde ich jetzt drehen. Das werde ich nachher auch schneiden und heute noch online stellen, denn ihr habt immer und immer wieder gefragt, ob ich ein Video zum Thema 10 Mädchennamen oder 10 Namen, da war es noch nicht bekannt, das Geschlecht, die es nicht geworden sind. Also wenn ihr diesen Vlog hier seht, werdet ihr das Video schon gesehen haben. Deswegen werde ich es euch hier mal einmal verlinken. Ich brauche noch meine Brille, ich sehe ultra fettig aus und ich habe richtig gut zugenommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Ganz wichtig, wenn ich ein Video drehe, brauche ich immer ein Glas Wasser, weil ich halt so eine Sappeltante bin. Und so sieht das Ganze aus, dass ihr euch das vorstellen könnt. Hier werde ich mich jetzt gleich hinpflanzen, wo der Kater wieder schön raufgespuckt hat. Das muss ich unbedingt noch waschen, aber es ist jetzt schon getrocknet, nur in Vergessenheit geraten, wie das dann halt so ist. Und jetzt habe ich hier einmal den anderen Stuhl hingestellt und einen Wäschekorb, beziehungsweise das ist der Bastelkorb von meiner Mama. Wenn sie hier am Malen ist, da hat sie ganz viele Sachen drin. Und hier drauf kommt jetzt die Kamera, die ich in der Hand halte, mit Stativ. Und wundert euch nicht, warum hier die ganzen Osterhasen dran kleben. Die hat Motte nämlich gestern gefunden, als wir aufgeräumt haben. Und meinte dann, sie müsste sie dann einmal komplett tutti an den Terrassenfenstern ranwatschen. Und daher haben wir jetzt, ja, nicht Herbst, sondern wir haben jetzt Ostern. Ist ja auch nicht weiter wild. Das Kind hatte Beschäftigung. Genau, und dann ist das quasi jetzt gleich der Hintergrund. Und dann kann es jetzt auch losgehen. Dann muss ich jetzt noch einmal hier die Kamera ausrichten. Und gucken, wenn ich mich hingesetzt habe, ob mir das so gefällt, wie es dann steht. Das Problem ist, ich habe meine Brille vergessen, das wollte ich ja eben schon machen. Sehe durch das Chillen jetzt so ein bisschen zerstruppelt aus, aber das ist dann auch vollkommen wurscht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das Rollo noch höher mache, weil dann ist der Lichteinfall immer so komisch. Und ohne Brille kann ich jetzt nicht sehen, ob ich fokussiert bin. Das braucht immer am meisten Zeit, wenn ich ein Video drehe, bis ich das Gefühl habe, ich bin fokussiert, ihr steht gerade, also die Kamera, und ich sitze bequem. Genau, das heißt, ich brauche jetzt nur noch einmal meine Brille. Ich muss dann auf Aufnahme drücken und dann kann es losgehen.
Ein paar Minuten später ist das Video fertig. Ich habe währenddessen aber auch noch kurz telefoniert, Pipi-Pause gemacht. Deswegen sind jetzt hier 36 Minuten im Kasten, aber ich denke, das wird nicht länger als 15 Minuten, 10 Minuten gehen. Ich werde das Ganze jetzt auf jeden Fall einmal fix schneiden, damit eben heute Abend das Video online gehen kann. Und wisst ihr, was der absolute Oberknaller ist? Das ist so eine richtige typische YouTube-Krankheit. Wenn man vorm Tageslichtfenster sitzt, ja, dann ist es grundsätzlich so, dass wenn man beginnt, ein Video zu drehen, dass die Sonne so krass scheint, dass man überbelichtet ist. Oder aber das Wetter so stark wechselt, dass man überbelichtet ist, unterbelichtet. Überbelichtet, weil die Sonne kommt, geht, wie auch immer. Und jetzt, wo man fertig ist, ist das Wetter konstant perfekt, um ein Video zu drehen. Aber das werde ich natürlich jetzt nicht nochmal alles drehen. Das wäre ja Quatsch mit Soße. Ihr müsst ja nicht viel sehen, sondern viel mehr hören. Frosch im Hals. Video von mir. Ich muss mich hier jetzt erstmal kurz einfuchsen. Ich schneide nämlich heute das allererste Mal mit dem iMac. Sonst mache ich das ja immer weil ich kann jetzt gerade gar nicht mehr reden, weil ich jetzt gerade so viel gequatscht habe. Immer mit meinem MacBook, weil ich das schon gewohnt bin und da drin quasi Profi. Aber ich habe jetzt mein iMac, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, im Wohnzimmer stehen. Aus dem einfachen Grund, dass ich in meinem Zustand, und damit meine ich diesen wundervollen Zustand natürlich, in der fast 37. Schwangerschaftswoche eben nicht die Treppen hoch und runter rennen muss, weil das Büro ist ja ganz oben bei uns. Und damit ich halt abends oder wie gesagt jetzt zum Baby-Countdown entspannt auch nach dem Seriengucken oder während Ralf noch bei der Arbeit oder beim Sport ist, mich hier hinsetzen kann, gemütlich, nicht tausendmal in die Küche nach unten rennen muss, alles auf einer Ebene habe und somit das Ganze für mich natürlich viel, viel einfacher ist. Motti macht jetzt gerade eine Obstpause mit Melone, Heidelbeerchen. Und was hast du da? Biofruchtmus, Apfel und Banane. Und guck dabei ein, zwei Folgen natürlich von Paw Patrol. Also in einer Sache bin ich mir definitiv sicher. Ich werde mit Sicherheit nicht mehr auf dem iMac Videos schneiden. Es sei denn, ich bin gezwungen dazu, weil mein Laptop einfach versagt. Aber das hat so viel länger gedauert, als ich es eigentlich gedacht habe. Mit Tastatur und der externen Maus ist einfach, wenn man das andere schon so viele Jahre gewohnt ist, Katastrophe, wie so eine Anfängerin. Egal, es speichert ab, dann lade ich es hoch, aber mit 19 Uhr könnte knapp werden, weil das Datenvolumen, bis das hochgeladen ist, egal was für eine Leitung man hat, es dauert einfach, weil das qualitätsbedingt ist. Egal, es lädt hoch, geht heute online, nur noch das Thumbnail. Ich werde jetzt auf jeden Fall, bevor ich mich mit Motte nach draußen begebe und das schöne, abgekühlte Wetter genieße, mal gucken, was ich gleich mit ihr mache, euch nur mal ganz kurz zeigen, wie es hier jetzt im Babyzimmer aussieht. Und vor allem haben wir gestern, wenn es auf Insta folgt, ich kann es immer nur wieder sagen, weil es ist halt einfacher, das Handy mal schnell in die Hand zu nehmen und Insta-Stories zu machen, um euch abzudaten, als quasi ja verspätet in einem YouTube-Video. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall habe ich euch da gestern gezeigt, dass wir oben im Büro waren und im Dachboden und da alles rausgekramt haben, von Mottes Babyklamotten bis hin zu Schlafsäcken. Wir haben den Maxi-Cosi und so weiter geholt, die Babywadewanne und so weiter. Und waren da sowas von aktiv. Eine Frage, die immer und immer und immer wieder gestellt wird, werde ich euch auch gleich noch beantworten. Also, wir kommen rein. Ehemals Ankleidezimmer. Unser Kleiderschrank steht jetzt hier noch. Ich glaube, ich habe euch letztes Mal schon gezeigt, wie wir gestrichen haben, ne? Dieses wunderschöne Rosa und das helle Grau. Und hier steht das Kinderbett und die Wickelkommode. Die muss jetzt nur noch angeschraubt werden. Regale, Bilder, Deko. Ist immer noch der gleiche Stand. Das kommt jetzt als nächstes. Ich habe hier auf jeden Fall, das ist jetzt noch Mottes Wäsche, alles in die Ecke gestellt. Ich hoffe, man sieht es, auch wenn es nicht danach aussieht. Aber die Müllecke ist jetzt verschwunden. Und das sind halt alles Sachen, die ich nochmal waschen muss. Das sind jetzt die Schlafsäcke. Das kann ich auch gleich mal hier schon mal drüber nehmen. Der Maxi-Cosi. Dann habe ich hier noch so ein Elefantensäckchen. Das hat Hayley ja auch immer noch in ihrem Zimmer in groß stehen. Das will ich unten im Wohnzimmer irgendwo hinstellen mit Pampis und all so ein Zeug, dass ich nicht immer hoch und runter laufen muss. Genau, dann ist da, was ich gerade schon gesagt habe, die Babybadewanne. Und den habe ich auch wieder gefunden, was man nicht alles hat. Und zwar ist das der Kinderwagen-Muff. Wir haben ja ein Herbst-Winter-Baby. Und diesen wunderschönen Fußsack, den wird sie jetzt noch nicht brauchen. Und genauso steht hier im Kinderbett auch ein Wäschekorb voll mit
Sachen, die ich waschen muss. Unter anderem von meiner Babyshower-Party. Das ist dieses Kissen, was in den Kinderwagen kommt. Dieses ganz, ganz leichte. Und dann brauche ich noch einen Bezug dafür. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob wir das online gekauft haben. Aber ich meine schon. Das ist auf jeden Fall die Marke Maxi und Moritz Baby Wiegenbettchen. Also Hans Kuchen ist denn die Marke, aber ich glaube, wir haben das auf Amazon bestellt. Ich versuche euch mal den Link raus zu suchen. Dann habe ich hier einmal noch Sachen von der Babyshower-Party, wo die Mädels die ganzen Bodies angemalt haben. Das muss ich nochmal einmal überbügeln, das darf ich nicht vergessen, bevor ich das in die Waschmaschine stecke. Und dann natürlich auch die Geschenke von den Mädels. Das muss ich alles nochmal einmal durchwaschen. Und was ich halt selber auch neu gekauft habe, das hatte ich euch, was soll ich anderes sagen, bei Insta schon gezeigt, dieses Jäckchen bei Lidl. Das ist diese Lupina-Marke. Das ist 100% Baumwolle. Ich finde die Farbkombo so, so schön. Und das gleiche nochmal. Nur in diesem, ja, Magenta, ne? Und das hat auch so kleine süße Öhrchen. Und so eine Schlupfhöschen gab es noch. Und die waren alle total super reduziert. Dann das, was mir alles zugeschickt worden ist. Ich habe selber bei H&M auch noch was bestellt. Einmal das Mützchen hier. Diesen Langarm-Body. Und diese Hose dazu, ich fand das einfach in der Kombination von der Farbe her so, so schön. Und dann diese Hose mit dem lang am Body, weil Hayley hat ja einen Pullover, da steht drauf Big Sister. Und darunter die komplette Bestellung für Hayley, einmal von H&M, habe ich euch auch auf Insta-Story gezeigt, würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Und für ihren Tanzkurs, so süß, so ein Tütü mit Body und... ja, alles, was wir halt neu gekauft haben, genau, das ist der Pullover. Ach so, nicht Big Sister, sondern Best Sister, aber wir haben auch Schlafanzüge und noch einen anderen Pullover, da steht auf jeden Fall Big Sister drauf. Auf jeden Fall können die beiden dann trotzdem so denn die Hood hier erobern. Auf der Wickelkommode hat sich jetzt auch nicht großartig was verändert. Die Wickelauflage, die hier drin war, die habe ich ja zurückgeschickt, weil mir die einfach zu groß gewesen ist. Hier sind jetzt einfach nur noch... achso, das gehört zum Maxi-Cosi. Da hat sich eine Katze draufgesetzt. Deswegen muss ich das unbedingt nochmal entfusseln. Und auch einer der Tragesäcke, die wir haben. Wir haben ja noch den Bondolino. Der muss auch entfusselt werden, weil die Katzen das als Schlafplätzchen benutzt haben. Genau, das sind Sachen, die sind nicht richtig sauer geworden. Die muss ich wieder in meinem Zaubermittel einweichen. Und wie gefühlt die letzten 50 Wochen muss hier auf jeden Fall noch das Regal damit angebracht werden. Aber das macht Ralf ja auch innerhalb von ein paar Minuten. Genau, der Stillsessel wird noch geholt. Und der Teppich, den ich bestellt habe, ist vor ein paar Tagen angekommen. Den haben wir auch schon hingelegt. Sieht super schön aus, aber der hat so krass gestunken, dass wir den jetzt erstmal zum Auslüften ins Nähstübchen gebracht haben. Und wenn der sich denn schön ausgelüftet hat, dann kommt er hier rein. Und jetzt werde ich euch die Frage beantworten, die schon so oft gefallen ist. Warum das Kinderbett im Ankleidezimmer steht? Ganz, ganz einfach erklärt. Der erste Plan, den wir hatten, war, dass die Wickelkommode mit ins Schlafzimmer kommt. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, wäre vielleicht nicht so gut. Wir wissen ja nicht, was Madame vom Charakter her ist. So wie Hayley, sehr ruhig und schläfrig und man hört sie eigentlich gar nicht. Oder aber sehr temperamentvoll und vielleicht ein Schreibaby oder irgendwas. Man weiß es ja nie vorher. Und das würde natürlich uns im Familienbett alle stören. Das heißt also, es wäre besser, wenn die Kleine anfängt zu schreien oder sich nicht beruhigen lässt, dass man einen Raum hat, wo man mit ihr hingehen kann, damit dann entweder Hayley und Ralf schlafen können oder aber Motte und ich und Ralf dann mit der Lütten rausgeht. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir die Wickelkommode eben außerhalb vom Schlafzimmer unterbringen möchten. Das heißt, ich nehme dann die Kleine, denn sie wird hier im Babybett neben mir schlafen und ansonsten nehme ich sie mit raus in das andere Zimmer zum Wickeln, dann habe ich da den Stillsessel und dann kann ich die beiden hier ganz entspannt schlafen lassen, weil es wird uns alles nichts bringen, wenn alle eine schlaflose Nacht haben. Die Frage zu dem Kinderbett lässt sich auch beantworten. Ich brauche einfach, wenn ich sauber mache oder mit Motte gerade beschäftigt bin oder wie auch immer, eine Möglichkeit, die Kleine einfach mal abzulegen. Wenn ich zum Beispiel mit Hele morgens sie wasche oder ich dusche sie ab oder hier durchsauge, unsere Betten mache, mit ihr spiel, was auch immer, aber ich weiß, die kleine Maus liegt sicher im Kinderbettchen. Wir wollen auch noch so ein... super, ich komme! So ein Nestchen bestellen, dass wir halt auch mobiler im Haus sind. Und dafür ist dieses Kinderbett gedacht. Also unsere Maus wird nicht hier drinnen alleine schlafen. Das nur so als kleine Info. Das werde ich bestimmt noch ganz, ganz oft gefragt. Vielleicht werde ich auch nochmal, wenn alles fertig ist,
so ein Babyzimmer-Video machen, wo habe ich was her oder Baby-Erstausstattung, was braucht man wirklich oder was haben wir jetzt bei Baby Nummer 2 anders gemacht und so weiter und so fort. Könnt ihr mir ja sehr gerne mal schreiben, ob da Interesse besteht. Ich kann mich hier gar nicht konzentrieren. Ich versuche gefühlt seit 200 Stunden das Thumbnail zu machen, aber der ist so sympathisch, der kennt alle Fragen auswendig. Geht jetzt hier um die Mille. Richtig lustig, er weiß immer die Antworten schon vorher. Und dieser kleine Punkt hier ist der Grund, warum ich mir Wer wird Millionär, das Jubiläum, ich glaube 20 Jahre gibt es das schon mit Günther Jauch, der absolute Wahnsinn, gucke auf jeden Fall. Ich habe nämlich das Bild schon fertig und will es abspeichern und er lädt es mir jetzt nicht hoch. Also es sieht aus, als müsste ich es nochmal von vorne machen und da kriege ich gerade die mittelschwere Krise. Er hat es geschafft, krass. Er hat 1 Million Euro gewonnen. Ich fasse es ja wohl nicht. Er hat es geschafft. Ah, wie cool. Perfektes Timing. Ralphie Boy hat nämlich auch geschrieben, dass er jetzt gleich zu Hause ist. Er war nämlich beim Sport. Und dann werde ich nachher schon mal anfangen, diesen Vlog hier, ein paar Dateien, habe ich hier schon auf dem Lappy gezogen, zu schneiden und wir werden einfach nur noch entspannen. Und somit werde ich jetzt auch den Tag und den Vlog beenden. Ich hoffe natürlich, euch hat es wieder Freude gemacht, dabei zu sein. Und denkt dran, ihr müsst unbedingt abstimmen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr ein Baby-Countdown wollt. Und dann werde ich mich auf jeden Fall ranmachen. Es ist ja total spannend. 4 Wochen sind es jetzt noch und jetzt kommt der Knaller, Leute. Morgen werde ich mich auf jeden Fall ranmachen und unbedingt die Kliniktasche packen. Ich habe es wirklich noch gar nicht gemacht, nichts dafür gepackt oder aufgeschrieben oder weiß der Geier. Das muss ich unbedingt in Angriff nehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, macht es gut und bis morgen oder übermorgen spätestens. Tschüss!